Moin! So, wir sehen uns gleich im Laden. Da wollen wir sich nochmal mit dem Mutti zum Arzt, ne? Ist klar, ne? Noch ein MRT. Und dann hoffen wir, dass alles okay. Und wenn wir zurück sind, bin ich im Laden. Die Kinder sind zu Hause. Das Wetter ist nicht so schön. Fantastische Aussichten für einen wundervollen Tag. Ich hoffe, euch geht's gut. Genießt den Vlog. Yay, wir sind wieder zurück. Da, oh, du bist ja immer noch im Nachthemd. Und den Tisch habt ihr schon gedeckt. Und jetzt gibt es einen leckeren Kaffee für die Mama. Hä? Ich dachte Tee. Papa, wir haben 15 Kaffee wollt ihr haben? Papa, wir haben du willst Kaffee oder Tee? Papa, wir haben Kaffee. Okay, und das ist ja gut. Dann ist der Tee eben für dich, Papa. Ja, oder so. Aber ich habe nur einen Kaffee gemacht. Oder ich lasse. Super. So. Habt ihr gut gemacht. Gut, na dann. Ciao, ciao. Ach, oh, Fahrrad. Lass mal offen. Lass offen. Ich muss noch mal zum Auto. Ich hab noch. Wo ist denn mein Auto? Ich habe ja nicht hier geparkt in der Ecke. Ey Mann, wo ist mein Auto? Ich stehe bei dir unten, ja. Ich habe nämlich Fahrradketten. Ich noch gekauft am Wochenende. Also der kleine Scheck, der sich als viel mehr entpuppt, als es eigentlich sein sollte. Immer wieder gern genommen. So, haben wir. Tja, Schaltung auf und fertig. Genau, da war noch was. Ach ja. Wozu ich die nun immer wieder da reinsetze, weiß ich auch nicht, weil wenn das Ding eben bloß einen Gang hat. Das hat es ja nicht. Das hat ja eigentlich mehr. Ja. Das hat ja eigentlich mehr. Das hat ja eigentlich mehr, aber uneigentlich sieht es halt nun mal so aus, sie hat halt nur auch einen Gang. Nee, 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 den erst drauf. Nee, den erst drauf. Sonst kriegst du den noch gar nicht rein. Der Schlitz nach vorne. So, bis du klickt und dann setzt man das auf. Eigentlich sitzt sie ja fest. Und jetzt fängt es hier nicht mehr, oder was? Hey, warte mal. Gut, also die Box ist ja völlig falsch eingestellt auch. Also hier geht gar nichts. Hat ein schönes 600er-Hebel quasi geschenkt bekommen. Ja. Cool, wenn genau die richtigen Hebel für die Kunden da mit ihren Billighebeln, mit dem Klapper-Klapper, wo wir die Wartung gemacht ja, haben. genau. Das war ein Bett für den. Das war ein ganz gutes Draht. Irgendwas mit P war. Ein P, 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 irgendwas mit Strada. Ja, Pistrada. Pistrada, genau. Die sind doch die ist echt schön, die 600 da. Ja, genau. Sie hat ja genau diese 600er Ausstattung gehabt, was? Ja, genau. Ja, das wäre wirklich gut. Ja, Gott sei Dank ist nämlich nicht immer was im Schlauch. Sonst würden die Leute das nämlich ja auch nicht mehr irgendwann auch nicht mehr bezahlen wollen. Ach Mann, ey, jetzt komm. Na. Das ist immer die Macke von den Hebeln, dass sie sich immer zusammenziehen hier oben. Da beulen die immer zusammen. Die packe ich mir jetzt schön beiseite. Könnte man fast noch ein bisschen überpolieren und beiseite packen. Das ist ein schöner 600er Hebel. Toll. Tracking Performance, Hinterradwechsel. Irgendwas ist mit dem Hinterrad hier nicht in Ordnung offensichtlich. Wir hängen die Bremse aus. Eine Seite lösen. Eben.
andere Seite lösen. Raus ist im Hinterrad. Dann öffnen wir das Ventil, Luft raus. Ziehen den Reifen runter. Felgenwand muss erneuert werden. Jetzt kommt das hier runter. Jetzt kommt der Schraubkranz runter. Na, wenigstens ist ein Lammwagen wieder voll. Kannst du jetzt schon mal aus einem Nachbarkeller aber unten. Das zeige ich mir schon. So. Dann haben wir hier Schrott. Den brauchen wir. Dann holen wir das neue Laufrad und bauen das alles da wieder auf. 24,95. Naja. Qualität ist anders. 24,95 und ich krepel hier rum, weil ich mir das Laufrad nicht leisten kann für meine Tochter. Wie viel kostet das Laufrad für deine Tochter? Das ist doch mit dem Christkind-Namen. Dementsprechend speichern nochmal. Und ja, ist alles nicht mehr so viel. Aber ich habe auch die Zeit nicht zu machen, natürlich. Die Christkind-Namen waren ja schon 600 Euro. Also, ihr braucht Speichen. Ah, ich muss erstmal noch eine gute Felge. So, jetzt füllen wir hier ein bisschen. Da ist zwar ein Mikroklacksfett drauf, aber das zählt nicht. Schön voll gemumpft. Und dann kommt, das ist der Speichenschutzring. Der eine Kettenklammer verhindern soll. Der verhindern soll, dass die Kette dahinter rutscht, genau, und dann eben die Speichen wegfräst, was gerne mal passiert. Und dann kommt das gute Teil hier auf, der gute Schraubkranz. Was natürlich nicht passiert, wenn man seine Schaltung korrekt einstellt. Tja, sozusagen. Also, wie sich das schon anhört, ich krieg Krämpfe. Aber egal, es ist drauf jetzt, so sollte es sein, jetzt wird es eingebaut wieder und das war's. Drauf ist er. Jetzt das Ventil wieder rein. Jetzt wird eingebaut, verkehrt rum sozusagen. Die Reihenfolge jetzt. Rad reinstellen. Kette auf den ersten untersten Zahnkranz legen, hoch damit, rein damit und gut ist. Scheibchen handfest, Kettenschutz Gedöns, der Schaltwerkschutz, Kettenschutz, Schaltwerkschutz natürlich. Und einmal festschrauben. Ja. Ich war ja wegen Steuersatz. Ja. Soll ich kurz runterkommen oder? Nee, ich komme gleich hoch. Du musst kurz warten. Bin gleich da. Danke.
Jetzt kommen wir sogar heute dazu, einfach mal zu gucken und so, müssen wir mal schauen. Ja klar, das wäre natürlich super. Muss man sehen. Name reicht, oder? Adressenpost. Genau, ein guter Telefon war es richtig. Ja. Und dann, genau. Okay, ja gut, dann... Ich melde mich, ja? Alles klar. Gut, Tiny Boat ist, dann pumpen wir jetzt mal weiter auf. Zu Ende. Bremse wieder einhängen. Bis zum Dach bist du dann bei 40 Euro. 17 Euro Umbau und ein Felgenband ist dazu gekommen. Und insgesamt mit Bremsbelag bist du bei 40 Euro. Es ist ja ein Felgenband dazu gekommen. Ein Felgenband für 2 Euro ist dazu gekommen. Deswegen bist du bei 17 statt bei 15 Euro. Sag ich ja, kann ich mir ja nicht umstreiten. Das ist ja ungefähr 15 Euro. Ja, 15, aber jetzt sind 17. Lassen wir das. Okay, lassen wir das. Keine Bremse. Der Kollege will keine Bremse. Das muss er mir unterschreiben. Das, da will ich definitiv eine Unterschrift für haben. Er möchte die Bremse nicht repariert haben. Ich soll das neu, ich soll das kaufen. Sie haben gesagt 15 Euro. Ja, 15 Euro. 15 Euro. Sparfüchse, das ist so nervig, ey. Der Sparfüchse, ich würde eher sagen, dumm was. Ja. Gut. So. Next! Next ist eine Curtis-Gurgel. Bei dem die Bremsanlage vernünftig gemacht werden. Zwar vorne und hinten, weil hier sind diese Allhunger, diese kuriosen Allhunger-Dinger dran. Plastikbremshebel. Plastikhebelchen. Plastikhebel steht gerne an den Hof. Nee. Dafür halten ja auch Bombe. Bombe. Hast du die jede schon mitgenommen? Brauchst du jetzt ihn? Nö. Wolltest du die halt bloß geben, aber... Nee, nee, das sind die auch gar nicht. Das sind ja V-Brakes. Und die Hebel sind ja nicht für V-Brakes. So, dann schrauben wir mal ab. Und zwar hier locker mal. Locker, locker. Locker vom Hocker. Runter. Und Zug. Bremsanlage 1 weg. Also kein Bremsbelag mehr drauf. Das ist echt der Hammer. Zeige euch gleich. Das ist doch wirklich kurios. Da ist nichts mehr drauf. Das ist doch wirklich sehr kurios. Und drehen. Gut, ich baue jetzt hier vorne eben alles runter. Ich könnte mal von hier gucken, das war ja die alte Position früher mal. Diese hier. Ja. Zack, zack. Das war ja meine alte Schrauberstelle hier. Habe ich gerne geschraubt. Spaß gemacht. Leute, mal einen Blick sozusagen. Dass wir hier keinen High-Class ranmachen, ist auch klar. Also kommen einfach nur die
Dinger ran, die sind tausendmal besser als das, was vorher drauf war. So, so. Wenn er gelabert hat. Naja, da geht es mir ja jeden Tag. Also das ist ja, ich schaff das immer nicht irgendwie. Der Kaffee von morgens hält ja immer bis abends, du weißt ja. Guten Morgen, ist auch ein guten Abend Kaffee. Guten Mittag, guten Tag, guten Weg. Ich bin sparsam. Wie meinst du nicht wichtig? Nein, Getrinken allgemein ist so wichtig. Ja, der Kaffee, ja. Ja, das ist klar. Das ist ja auch mehr so das Ritual bei mir. Eigentlich ja, weil man ja ein bisschen so Kaffee hat, immer sowas von Pause, weißt du, so von Entspannung. Ich kann das überhaupt nicht verstehen, die Leute, die das Ding nehmen und wegziehen. Hä, nicht? Nee, das ist so. Ja, aber das kann ich nicht verstehen, weil das, also für mich wäre, das kommt nicht in Frage, weil es immer so ein Ding ist. Du kannst mal kurz durchatmen. Na, bei mir ist halt ein bisschen länger durchatmen, den ganzen Tag noch. Hallo, grüß dich. Hallo, moin. Moin. Normally it's on the same day, but at the moment now I'm very good. And I hope this tire will be fine. Just see it. I mean, we need to replace the tires and fix it. Okay. Okay. Ja. Ich bin voll. Ich habe so viel. Ich weiß nicht wohin. Ciao. Bin hier. Ciao. Danke. Bin ja frei. Kein Hollandrad. Bitte? Kein Hollandrad. Kein Hollandrad, also Trekking, also auch kein Mountainbike. Okay. Ja, Mensch, was für ein langweiliger Vlog heute. Ist ja nichts los. Ja, Tommy, soll ich das jetzt direkt oberhalb der Gabel abflexen, oder? Was bitte? Soll ich das jetzt direkt oberhalb der Gabel abflexen? Genau, oberhalb vom Steuersatz. Aber erstmal runterbauen. Ja, ja. Erstmal den Lenker runter. Auf alle Fälle. Freiwillig? Nö. Okay. Gut. Okay, dann machen wir jetzt mal schnell noch den Quark hier. So. Einmal. Ach, genug, komm schon. Was ist denn hier? Das ist. Vierer habe ich hier. Ja. Zoll, wa? Mal gucken, ob wir mal so eine Gabel kriegen. Ich bin im Keller! Ach so. Ja, ich mehrere. Und morgen kommt jeder, der will sich das angucken. Ah, okay. Dann müsst ihr mal hier in Verhandlung treten. Einmal ist hier mein Kollege so gehabt, der würde es gerne haben wollen. Das siehst du, dann ist das was beim Arbeiten zu tun. Ja, das Arbeiten ist gerade nicht so schön hier, wird ein Rad zerstört, mehr oder weniger. Oh. Sofort wieder hinterher neu aufgebaut wird, aber. Handschuhe, Porta Harvey.
Hä? Den Rahmen jetzt nackig. Also ruf da die letzten Teile ab. Was jetzt? Zusammen oder ist das Ding fertig? Ich viel Geld mit. Für wenig Arbeit. Bisschen mehr Arbeit wart, aber ansonsten. Es ist ja vollkommen. Ja, hallo, der Tommy hier aus dem Fahrradladen. Ich wollte doch Bescheid sagen, der Draht ist jetzt doch schon fertig. Auf was nachfeilen hat sich auch erledigt. Es ist erledigt. Das unten stehen. Dein Schlüssel liegt noch hinten. Aber knackt. Ja. Hallo. Ich bin zu Hause. Das Ziel einer langen Reise. Na. Okay, jetzt durch was sehen, den nehme ich mal für voll. Was machst du denn? Ja, wie kommst du denn da raus? Ja, und jetzt kommt sie komisch und hat irgendwas am Mund hier. Das ist ein Unterkopf. Oh,